Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch ja mal vor einiger Zeit verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, den Atari ST per HDMI und DVI am Monitor anzuschließen. Unter anderem auch diesen einfachen VGA auf HDMI Umwandler. Ja, den es schon für schmales Geld gibt, also zwischen 14, 15, 16 Euro, so in den Preisbereich bewegt sich das. So, damals hatte ich ja einen Hauptkritikpunkt geäußert, dass ich damit wieder die derben Kontrastprobleme habe, die ich auch schon früher mal im reinen VGA-Modus mit meinem selbstgebauten Umschalter hatte. Während ich im VGA-Modus das auf dem NEC-Monitor immer noch hingeregelt bekommen habe, mit dieser automatischen Kontrastfunktion, hatte ich ja auch schon mal ein Video von gemacht, geht das im HDMI-DVI-Modus nicht. So, es hat sich jetzt allerdings im Zuge dessen, weil ich ja mit Video Capturing mal angefangen habe, ergeben, dass die Fehlerquelle nicht dieser VGA-HDMI Umschalter ist, also Umwandler ist, sondern die Fehlerquelle ist mein selbstgebauter Umschalter. Ja, gut, muss man nach mehreren Versuchen auch erstmal drauf kommen. Und zwar sind dort, wie soll ich es ausdrücken? Also ich habe den so verschaltet, dass wirklich nur die Signalwege über den vierpoligen Umschalter auf die VGA-Buchse gehen. Da sind keine Widerstände, kann gar nichts drin. Was normalerweise auch gehen soll, nach dem, was ich so auf YouTube und an anderen Quellen ja gesehen habe. Was soll ich sagen? Es geht nicht. Es müssen schlicht und ergreifend Widerstände in den RGB-Leitungen rein, also die direkt vor der VGA-Anschluss sitzen. So, das habe ich jetzt mal, wie man hier auf dem Foto sieht, gemacht in Form von jeweils 100 Ohm-Potis, um mich mal ein wenig ranzutasten. Ich habe mal bei 50 Ohm angefangen und über 75 bis 100 Ohm dann gegangen. Bei 100 Ohm ist jetzt schon ein sehr gutes Bild zu erkennen. Ich muss wahrscheinlich aber ich werde mal 50 Ohm Widerstände nochmal in Reihe dazuschalten, weil ganz so gut ist der Kontrast noch nicht wie gegenüber, als wenn ich den SCART-Weg gehe. Und im SCART-Kabel, da sind auch 150 Ohm Widerstände drin. So, als Fazit des Ganzen kann man jetzt eigentlich sagen, einen vernünftigen VGA-Quelle vorausgesetzt mit den Widerständen drin, liefert dieser einfache VGA auf HDMI Umschalt, also Umwandler, ein sehr gutes Bild. Und ja, für preisbewusste Leute, die den Atari per HDMI DVI anschließen wollen, ist das eigentlich schon eine sehr gute Lösung. Und wie gesagt, mit den genannten Einschränkungen aus meinem ersten Test, dass das Bild leicht verschoben ist unter Umständen und dass der Monochrom-Modus nicht unterstützt wird. Aber für die Farbmodi ist das eine recht gute Alternative. Ja, das wollte ich euch nur noch mal zur Ergänzung eines damaligen Tests mitteilen, weil das doch für manche doch ein recht interessantes Teil sein könnte. Nur wie gesagt, es muss gewährleistet sein, dass die VGA-Quelle, die vom Atari ST kommt, auch wirklich ein gutes Bild liefert. Und da muss man halt darauf achten, dass man wird nicht um diese Widerstände drumherum können. Also das habe ich mit mehreren Ataris ausprobiert und das Ergebnis ist eigentlich immer gleich. Okay, das soll es für heute erstmal gewesen sein und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dann erstmal. Ciao.